Die Finn ist bekannt für ihre Informatikvorlesungen. Doch am 3. Juni machte sie mit einer ganz besonderen Veranstaltung auf sich aufmerksam. Während draußen die Sonne brannte, wurde im Hörsaal fleißig aufgebaut. Der bevorstehende Abend stand unter dem Motto Finn the Mood. Also ich bin Cornelius, ich bin Mitglied im Fachschaftsrat hier bei der Fakultät für Informatik im FARAFIN. Und da haben wir verschiedene Projekte übers Jahr und eins davon ist eben das Finn the Mood, das heute stattfindet. Und ich bin so der Hauptorganisator für das Projekt. Finn the Mood ist ein Abend, bei dem jeder, der will, etwas vorführen kann. Und da sind wir ganz frei, was es ist. Also es kann Musik sein oder Poesie vielleicht. Poetry Slam hatten wir auch schon hier. Also ein ganz bunter Abend. Die Veranstaltung wird jedes Jahr vom Fachschaftsrat für Informatik organisiert. Der Abend ist für alle Studierenden offen, doch hier möchte man besonders die Informatiker auf die Bühne holen. Ziel ist es, das kreative und individuelle Schaffen der Studierenden abseits der Informatik zu zeigen. Unsere Leben dauert nun schon ewig. Und seit unserer Hochzeit hat es sich mit dem Licht sein erledigt. Jetzt wohnen wir im selben Haus. Ich sehe dich Tag ein, Tag aus. Und ich frag mich, Gott sei mir gnädig. Komm ich da nur wieder raus? Neben der tollen Unterhaltung verfolgt Finn the Mood auch ein gemeinnütziges Anliegen. So wie jedes Jahr bieten die Organisatoren einem Projekt die Möglichkeit, sich vorzustellen. Dieses Jahr war es das Projekt Teddy Klinik. Ziel des Projektes ist es, Kleinkindern die Angst vor dem Arztbesuch zu nehmen. Hierfür sollen sie die Rolle der Eltern übernehmen, die ihr krankes Kuscheltier beim Arzt untersuchen lassen. Bevor das Publikum die Möglichkeit hatte, bei einem reichhaltigen Buffet eine kleine Spende für das Projekt zu hinterlegen, zeigten die Studenten auf der Bühne ihr Können. Die Zuschauer waren begeistert von den Fähigkeiten der Sänger, Musiker und Akrobaten. Auch die Studentinnen der Teddy-Klinik waren sichtlich angetan von der Vorführung und dem Engagement der Studierenden. Ja, es hat uns natürlich sehr gefreut, dass unsere Arbeit so gewertschätzt wurde, dass wir sogar hier von den Informatikern unterstützt werden. Da waren wir natürlich sehr froh darüber. So erlebten die Zuschauer einen unvergesslichen Abend mit vielen Highlights und einer Menge Spaß. Also die Akrobatik hat mich ziemlich fasziniert, weil ich die beiden kenne, weil ich... Es hat mich durchaus überrascht, dass sie so viel auf die Beine gestellt haben. Super, gefällt mir super, weil ich vor 3 Jahren mal hier war und seitdem irgendwie es nicht geschafft habe, wieder hierher zu kommen und jetzt total überrascht bin, wie viele Talente hier schlummern und bin total begeistert, weil ich auch selber im Chor singen will und jetzt wahrscheinlich in den A Cappella Chor gehen werde. Also ich fand die Akrobatik ziemlich cool. A Cappella fand ich auch gut. Ja, eigentlich fand ich alles gut bis jetzt. Campus TV wünscht der Teddy-Klinik noch viel Erfolg bei ihrem Projekt. Und den Informatikern sagen wir, macht weiter so.